Einatmen, ausatmen. Der Atem verbindet uns mit unserem eigenen Tempo, kann uns beruhigen, zeigt uns auch, wenn wir in Eile sind oder wirklich außer Atem geraten sind. Und der Atem verbindet uns mit der Welt um uns herum, denn der Sauerstoff in unserer Atemluft wird von Pflanzen gebildet. Diese beiden Aspekte, einerseits das sich besinnen auf den Körper, auf das eigene Tempo und die Verbindung mit der gesamten Welt, mit der Umwelt, mit der Natur, das steht im Zentrum unserer Ausstellung Tempo, alle Zeit der Welt, in die ich Sie jetzt gleich mitnehmen werde. Sie haben gerade erlebt, wie hier die Arbeit Breathe With Me, Atme mit mir von Jeppe Hein entsteht. Alle diese blauen Striche wurden von Besucherinnen und Besuchern des Museums Sinclair House gemalt und zeigen das Ausatmen. Das heißt also, wir sehen hier, wie Menschen ihre Zeit, ihren Atem hier in der Ausstellung schon einmal verbracht haben. Und auch Sie laden wir dazu herzlich ein. Tempo, alle Zeit der Welt. Darin liegt ein Widerspruch. Einerseits der Ausruf Tempo treibt an, man soll schneller werden, die Taktung ist hoch. Andererseits alle Zeit der Welt das Versprechen, wirklich gelassen sein zu können, weil man alle Zeit hat. Dieses Problem, einerseits gehetzt zu sein und immer schneller werden zu müssen und andererseits aber alle Zeit der Welt haben zu wollen und vielleicht auch zu haben, scheint erstmal auf den ersten Blick ein komplett menschengemachtes und menschliches Problem zu sein. Die Ausstellung schaut sich an, wie all das aber auch ganz entscheidend mit der Natur und ihren Kreisläufen zusammenhängt. Und nimmt sie gleich im ersten Raum mit zu einem der ganz entscheidenden Kreisläufe für unser Leben auf der Erde, für unsere Existenz hier, nämlich zum Kohlenstoffkreislauf. Wir machen das mit den Worten von Primo Levi. Primo Levi, der Schriftsteller und Chemiker, hat eine wunderbare Geschichte geschrieben, in der wir den Abenteuern eines Kohlenstoffatoms folgen. Und hier sind wir gerade mitten in der Geschichte und betrachten einen in sich geschlossenen Kreislauf, eine Hermetosphäre, worin die Photosynthese, das Binden von CO2 und das Ausstoßen von Sauerstoff in einem ganz perfekten Gleichgewicht stehen. Nun wissen wir, dass wir Menschen den Kohlenstoffkreislauf erheblich beeinflusst haben. Unter anderem und ganz entscheidend durch das Verbrennen von Kohle und Erdöl. Sie sind die Treiber unserer Geschwindigkeit, unserer Beschleunigung. Und nun rennt uns die Zeit davon. Diese Darstellung des Mercator Research Institutes zeigt uns, dass wir noch sehr wenig Zeit haben, bis wir CO2-Neutralität erreicht haben müssen. 7 Jahre, 8 Monate und 21 Tage sind keine besonders lange Zeit, die uns bleibt, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. So führt die Ausstellung quer durch die Künste, die Wissenschaften und die Kulturgeschichte immer wieder an Punkte, an denen sich menschliche Geschwindigkeit und die Tempi der Erde berühren, miteinander in Verbindung treten und uns klar wird, dass letztendlich alles miteinander zusammenhängt. Was auf diesem Gemälde von Karl Bössenrodt aus dem Jahr 1892 sofort ins Auge fällt, ist der Gegensatz zwischen der Gebirgswelt, zwischen den Alpen und der glatten Kunststraße. Wir sehen also hier, wie die Postkutsche auf dem Weg entlang fährt, mit für damalige Verhältnisse sehr hoher Geschwindigkeit, und wie außenrum die Alpenwelt dasteht, da liegt in ihrer Eigengesetzlichkeit. Schon immer ging es darum, die Geschwindigkeit, mit der Waren und Informationen von A nach B kommen, zu erhöhen. Denn das ist ein ganz klarer Wettbewerbsvorteil. Der Mensch richtet sich die Welt also so ein, dass er sie schnell durchqueren kann. Auf der anderen Seite erzählt aber die Gebirgswelt uns auf diesem Bild eben auch von ihrer eigenen Zeit. Wir sehen auf der einen Seite den Gletscher, in dem die Zeit stillgestellt ist. Wir sehen den murmelnden Gebirgsbach und dazwischen eben die Postkutsche, die schnell dahin eilt. Aber wir merken eben, das Ganze findet statt in einer Zeit, in einer Umwelt, in einer Natur, die ihre unhintergehbare eigene Zeitlichkeit hat. Während wir Menschen damit befasst sind, unsere Geschwindigkeiten zu regulieren, mal erscheint uns alles zu schnell, dann suchen wir vielleicht die Ruhe, die Einsamkeit, eine andere Taktung von unserem Alltag, leben mit uns und neben uns Wesen, deren zeitliche Dauer ihres Daseins wir uns gar nicht vorstellen können. Zum Beispiel uralte Pflanzen. Und diese besucht die Fotografin Rachel Sussman in ihrer Serie The Oldest Living Things in the World, also die ältesten Dinge oder auch Wesen unserer Welt. Dieser Baum,
auf den wir hier schauen, ist 9550 Jahre alt. Eine Fichte, die in Schweden steht. Eine unvorstellbar lange Zeit. Wie würde es sich wohl für diese Pflanze anfühlen, zu wachsen, zu existieren, sich zu verändern, Photosynthese zu betreiben? Das ist für uns absolut unvorstellbar. Dennoch ist auch hier der Einfluss des Menschen, des menschlichen Lebens, sehr greifbar. Denn dieses kleine Stück, dieses obere Stück dieser Fichte ist in den letzten 50 Jahren gewachsen. Denn durch den Klimawandel beschleunigt sich das Wachstum dieser Pflanze. Das heißt, obwohl wir nur einen ganz kurzen Moment unseres Daseins, unserer Existenz mit ihr teilen, haben wir doch einen großen Einfluss auch auf ihr Leben. Zum Schluss der Ausstellung kommen wir zu einem sehr menschlichen Thema, nämlich dem Schlaf. Der Schlaf ist oft das Erste, was leidet, wenn wir viele Termine haben und unter Druck stehen. Tega Brain und Sam Levine schlagen uns dafür eine Lösung vor, die nicht nur uns selbst zugutekommt, sondern auch dem Planeten der Klimakrise. Nämlich die Schlafdauer, die eigene Schlafdauer pro Tag eine Minute zu steigern. Das Ganze funktioniert über eine App, auch zu Hause. Zum einen hier in der Ausstellung, aber auch zu Hause. Die App können Sie sich herunterladen, sie heißt The Perfect Sleep und damit werden Sie quasi angeleitet, eine Minute pro Tag mehr zu schlafen. Das Ganze hat Effekte auf den Klimawandel, denn je mehr wir schlafen, desto weniger CO2 verbrauchen wir. Und das Ganze geht in der App bis zu einer Dauer von 24 Stunden. Ein absurdes Gedankenexperiment, aber doch eines, das uns zum Nachdenken bringt über unseren Lebenswandel und über die Geschwindigkeit, mit der wir unterwegs sind und CO2 verbrauchen. Also, entschleunigen Sie und schlafen Sie gut. Now imagine you are Alice in Wonderland. You are celebrating your unbirthday at an anarchist tea party under a pale blue sky. You grow so large that all your limbs bust through the windows and doors of the White Rabbit's respectable suburban home. You shrink so...